Ja, meine lieben Fußballfreunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie zur Vorab-Punkt-Pressekonferenz anlässlich des heutigen Spiels zwischen dem FC Nürnberg Homburg und dem SV Roschen Völklingen sehr herzlich am heutigen Abend hier willkommen heißen. Ich begrüße natürlich ganz herzlich den Gästetrainer, Herr Kiefer, herzlich willkommen und danke, dass Sie hier sind zu später Stunde. Das gleiche gilt natürlich auch für unseren Trainer Günter Ehrhardt. Danke, Günter. Und natürlich auch die Vertreter der Presse, die Herren Fried und die Herren Dietke. Ja, die. Bitte? Ja, tut mir leid. Ja, also auch Sie herzlich willkommen. Ja, die erste Frage geht natürlich wie immer an den Gästetrainer, heute an den Herrn Kiefer, wie er das Spiel denn gesehen hat. Knapper und verdienter Sieg. Ja, ich glaube, im Endeffekt war es ein knapper und verdienter Sieg. Das kann man so auf den Punkt bringen. Ja, wir waren zuerst mal froh, dass wir hierher gekommen sind und haben einen Platz gesehen, auf dem man guten Fußball spielen kann. Das haben wir die letzte Zeit nicht so oft gehabt. Und unsere Marschroute war heute auch relativ sicher in der Defensive zu stehen. Wir wussten, wenn wir kein Gegentor bekommen, haben wir die Qualität im Moment nach vorne immer eins zu erzielen. So sind wir auch aufgetreten. Wir hatten eine Szene in der ersten Halbzeit, wo es ein bisschen eng geworden ist für uns hinten. Ansonsten haben wir eine ganz ordentliche Leistung gebracht, haben das Ganze souverän über die Bühne gebracht und haben uns vor der ersten Halbzeit erzählt und sind verdient dann mit 1-0 auch in Führung gegangen, weil wir, glaube ich, mehr Ballbesitz hatten, aber das auch normal war in diesem Spiel. In der zweiten Halbzeit sind wir rausgekommen, haben eigentlich relativ wenig zugelassen, haben das Ganze mehr oder weniger kontrolliert, hatten auch 10 Minuten so zwischen der 55 und 60 auch Probleme, wo wir nicht gut gespielt haben und wir sehr, sehr viele Fehler gemacht haben. Und ich glaube, im richtigen Moment haben wir aus unserer Sicht das 2-0 erzielt und den Deckel drauf gemacht und danach haben wir das Ding im Endeffekt runtergespielt und im Endeffekt war es dann auch knapp und verdient. Und wir sind eine Runde weiter, alles andere zählt für uns nicht. Wir brauchen keinen Schönheitspreis mehr zu gewinnen. Wir wollen eine Runde weiter. Und das ist das Einzige, was für uns heute zählt. Vielen Dank. Danke, Herr Kiefer. Ja, Günter, die Frage an dich. Knappe Niederlage. Bist du mit dem Spiel zufrieden? Ja, mit dem Spiel bin ich schon zufrieden, aber ich bin mit dem Ergebnis nicht. Wir haben eigentlich über 90 Minuten auch sehr diszipliniert und taktisch gut gestanden. Wir wollten auch das Ergebnis etwas länger halten. Das war die Strategie, das ist uns leider nicht gelungen. Durch das Tor vor der Halbzeit sind wir natürlich in Rückstand geraten und das war natürlich dann schon eine gewisse Vorentscheidung. Der Gegner gibt mir da so her. Und das Spiel dann von hinten raus kontrolliert und wir mussten dann auch etwas mehr riskieren. Das haben wir auch getan. Allerdings war es so, wie Jens das gesagt hat, dass wir zu wenig klare Torchancen dann kreiert haben in der zweiten Halbzeit. Wir konnten das Spiel über 90 Minuten offen gestalten. Allerdings hat in der letzten Zone auch dann etwas die Giftigkeit und Durchschlagskraft gefehlt, um dann vielleicht auch hier gegen den Dann höheren ein Tor zu erzielen. Sehr für den Spielverlauf gut gewesen, wenn wir nochmal rangekommen wären oder wenn es lang 0-0 gestanden hätte, dann hätten wir sicher auch mehr Möglichkeiten bekommen, vielleicht über Konter sogar die eine oder andere Möglichkeit zu kreieren. So war der Spielverlauf normal, der Dann höher. Hat zwei Tore gemacht, aus wenig Möglichkeiten, das nennt man effektiv. Und deshalb haben sie das Spiel letztendlich auch verdient gewonnen und sind somit auch eine Runde weiter. Für uns war es eine gute Trainingseinheit. Wir haben heute nochmal was am Zweifel, wenn ich das so richtig sehe, keinen Verletzten dazu bekommen. Und ich denke, das war manchmal ganz gut präsentiert. Für uns zählt der Samstag, wenn der Runde 3 Punkte macht und vorzeitig die Klasse sichert. Und ich denke, das wird wirklich danach wieder erst. Danke. Danke, Günther. Gibt es von den hier anwesenden Pressevertretern Fragen an die beiden Trainer? Ja,
Frage an den Skiba. Es gab ja vor der Woche eine ähnliche Konstellation, Regionalliga gegen Oberliga. Da hat Oberliga gewonnen, spielt das mehr Vorbesprechung eine Rolle oder wart ihr sicher, dass ihr stark genug seid, um das zu fragen? Spielt überhaupt keine Rolle, weil heute ist ein neuer Tag, ein neues Spiel und ich weise auf sowas grundsätzlich nicht hin, weil im Endeffekt, wenn ich auf sowas hinweise, dann weise ich darauf hin, dass der Klassentiefer gewinnt und das will ich ja vor so einem Spiel nicht machen. Danke. Weitere Fragen an die beiden Trainer? Gut. Dann ja, dann darf ich mich sehr herzlich bedanken für Ihre Anwesenheit. Darf ich darauf hinweisen, dass wir Sie sehr gerne am kommenden Samstag um 15.30 Uhr gegen die Mannschaft des FV Dieflen hier im Hermann-Neuberger Stadion wieder begrüßen können oder dürfen. Ich wünsche unseren Gästen aus Homburg einen guten Nachhauseweg, ist ja zum Glück nicht zu weit. Und für den weiteren Saisonverlauf und auch für den Pokal alles Gute und danke.